Ich zeige, wie man ein statisches Ausdehnungsgefäß bei der Inbetriebnahme der Anlage auf den erforderlichen Vordruck einstellt. Unser Gefäß hat einen werkseitigen Vordruck von 1 bar. Die Anlagenhöhe beträgt 10 Meter, also ebenfalls 1 bar. Der erforderliche Vordruck P0 errechnet sich aus dem statischen Druck und dem Mindestzuschlag nach DIN EN 12828 von 0,2 bar. In unserem Beispiel also beträgt P0 gleich 1 plus 0,2 gleich 1,2 bar. Die Anlage ist noch nicht gefüllt, sodass ich den werkseitigen Vordruck direkt überprüfen kann. Dazu entferne ich die Schutzkappe und nehme die Prüfkarte ab. Jetzt kann ich mein Prüfmanometer aufsetzen und den Vordruck von 1 bar ablesen. Ich muss also noch 0,2 bar aufbringen. Fertig. Die ausgefüllte Karte setze ich jetzt wieder auf den Prüfstutzen. Die Abdeckmutter drüber und fertig.